Hallo Eisfreunde, heute reden wir, weil ich ganz viele Anfragen gekriegt habe, hey, wir interessieren uns doch für Pack, kannst du da mal ein Video machen? Ich kann da ein Video machen. Also, wie gesagt, beim vorletzten Video, was ist Zucker? Jede Zuckerart, so wie Zucker, Dextrose, Glucose, hat einen anderen Packwert. Das hat damit zu tun, die Gefrierhemmung, die kann man berechnen. Und da ist Pack total interessant. Ich habe ja selber gesagt, Pack sei für euch uninteressant, weil ich finde, Pack ist interessant für Eisdielen, weil das einfach jedes Eis die gleiche Konsistenz hat, wenn man es aufeinander stapelt. Aber euch interessiert es wohl auch. Genau, also wie funktioniert das jetzt mit dem Pack berechnen? Das ist einfach ganz einfach. Es gibt eine Tabelle, das heißt sozusagen, normaler Haushaltszucker, Saccharose hat ein Pack. Fructose hat 1,9 Pack, Dextrose hat auch 1,9 Pack. Was sagt mir das jetzt? 1,9, ganz einfach. Das schreibe ich auch in dem Blogbeitrag, euch eine Tabelle. Und da seht ihr dann die Packzahlen, die ich von welchem Zucker ich habe. Ja? Es funktioniert jetzt ganz einfach. Ihr müsst eure Rezepte nehmen. Jetzt sagen wir einfach mal, wir nehmen Aprikose hat 9% Zucker ungefähr. Jetzt muss ich mir überlegen, was für ein Zucker ist in der Aprikose? Weil es eine Frucht ist, Fruchtzucker. Also weiß ich, ich muss, wenn ich sag mal auf 1 Kilo, auf 1 Kilo Masse, also Eismasse, 600 Gramm Aprikose rein tue. Richtig schlimm. Also nochmal, also Aprikose 9% Zucker. Jetzt berechne ich der Packwert. Ich muss jetzt wissen, auf 1 Kilo Masse tue ich meistens 650 Gramm Zucker rein. Also muss ich dann berechnen, 9% mal 650 mal 1,9. Dann habe ich den Packwert von der Aprikose. Das muss ich jetzt mit meinem ganzen Rezept machen. Ich muss sozusagen wissen, wie ich mein Rezept aufgebaut. Also Aprikosen-Sorbet, nennen wir jetzt Wasser, Zucker, Dextrose, Inulin. Muss ich jetzt alles, Wasser hat 0 Pack, weil Wasser hat kein Zucker. Dextrose, sagen wir mal, tun wir 50 Gramm rein. Das ist jetzt, bitte nicht nachmachen, das Rezept. Das ist jetzt einfach gesponnen, das Rezept, das funktioniert nicht. 50 Gramm tun wir da rein. Also muss ich sagen, ich tue 50 Gramm mal 0 mal 1,9%. Dann habe ich auch wieder den Packwert und dann zähle ich bei dem ganzen Rezept das Packwert zusammen. Und dann gibt es wieder eine Tabelle, die sagt, wenn du 400 Pack rausgekriegt hast aus deinem Rezept, so und so viel Minusgrade kannst du dann Eis einfrieren. Und so funktioniert das mit dem Packwert. Also, wenn du sozusagen dein Eis umso gefrierhemmender du es einfrieren willst, musst du umso mehr Zucker musst du einsetzen. Am besten ist es dann wirklich, du nimmst Dextrose, Glucose mit hohem DE-Wert. Weil umso mehr DE, umso gefrierhemmender. Also ich werde das in einem Blogbeitrag euch mal zeigen, wie das funktioniert. Dann seht ihr das, aber ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, wie das funktioniert. Und wenn ihr Fragen habt, unten im Kommentar, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr da noch mehr Videos haben wollt, also es kommt jetzt immer noch mehr, wir müssen noch über Fett reden, wir müssen noch über Trockenmasse reden. Ich will euch noch zeigen, wie
ein Eis berechnet wird und alles. Und dann zeige ich das euch auch mit dem Packwert, aber das schreibe ich jetzt dann auch in den Blogbeitrag rein. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß dann beim Video schauen und lasst mir wissen, was ihr dann auch noch sehen wollt. Irgendwann wird es auch Vlogs geben, einen Tag eines Eismacher, wenn ich mal wieder unterwegs bin, Eis produziert, zeige ich euch, wie man sowas macht in der Eisdiele, will ich auch euch mitnehmen. Genau, aber jetzt haben wir genug geredet, das Video ist wieder viel zu lang. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also macht's gut.